jetzt einmal kurz die Kommentare machen von den Leuten, die unter... Ah, ja, quasi darf ich mitkommentieren? Ja, unbedingt. Es gibt dann oft Leute, die eben entweder Chris cool finden oder mich. Ach, auch, ne? Ja. Nee, was heißt oder? So würde ich sagen. Ja, nee, es gibt auch viele, die uns beide cool finden, aber... Ja, aber es gibt natürlich schon welche, die mich scheiße finden und sie cool. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris halb zwölf und Joyce Ill. Wir haben Amy ist zu Gast. Ich freue mich. Hallöchen. Hallöchen. Ihr lernt euch ja jetzt, ihr habt euch schon mal gesehen. An der Tür. Nee, haben wir uns mal gesehen? Nee. Doch. Nee, oh. Wo denn? Habt ihr beide vergessen. Auf dieser Weihnachtsparty von Bunny Jai letztes Jahr. Im Bootshaus. Ach, okay. Yo, im Bootshaus. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht. Wir haben uns auf jeden Fall gesehen. Du hast aber zu mir hinterher gesagt, weil ich meinte, ich wollte Amy's doch immer in meinem Podcast einladen. Ich habe das in deiner Story gesehen. Nein, und dann hast du zu mir gesagt, das habe ich in den paar Sekunden, wo wir uns vorgestellt haben, schon gemerkt, dass der cool ist. Echt? Ja. Ah, krass, okay. Big up. Dann herzlich willkommen. Das wären wir ohne Joyce. Vielen Dank. Ey, ich freue mich. Sehr geil. Ja, voll. An dem Abend war ich sehr besoffen. Vielleicht hast du es deswegen vergessen und du vielleicht auch. Ja, das kann durchaus sein. Ich doch nicht, ich habe doch nichts getrunken, das weiß ich noch. Das Licht, du warst bis zum Ende da? Ich war bis zum Ende da. Es gibt so manchmal Partys so, das war so eine, wo du nicht weißt, was dich erwartet. So. Und dann bin ich da reingekommen und dachte, Alter, wie viele Menschen sind denn hier? Und das Beste. Schlimme ist, der DJ war so gut. Mhm. Und die Getränke waren so lecker. Und umsonst? Ja, ey, bin ich immer der Erste an der Theke. Ich gebe mir Runde aus für meine Leute. Wenn man ohne Erwartung irgendwo hingeht, ist es immer am geilsten. Deswegen waren Silvesterpartys immer scheiße. Ja, stimmt. Das ist wirklich so, ne? Weil Silvester alleine dadurch, dass alle dich fragen, was machst du an Silvester? Und dann sind die Preise halt 10-mal so hoch. Du hast solche Erwartungen, es kann nur scheiße werden. Ja. Silvester war immer scheiße. War immer scheiße. Ich habe 50 € Eintritt bezahlt für eine Silvesterparty, komm dahin, weil da ganz fett drauf stand mit Buffet und so. Dann kommst du dann dahin, wo zum Teufel, zum Verrecken, wo ist das Buffet? Es ist schon alles weg, nur noch so die Ananasschalen und so Reste von hier, wie heißt das, Wassermelonen und so, aber alles schon versifft. Denkst du ja, okay, dafür habe ich 50 € bezahlt. Okay. Ja. Dann nehme ich noch ein Glas Wasser. Da hast du uns noch zu deiner Silvesterparty eingeladen. Bei der Bunny Jai Weihnachtsfeier. Habe ich euch zu meiner Silvesterparty eingeladen? Ja. War ich schon so besoffen? Wie? Was habe ich gesagt? Wassermelone und all das gibt es. Und Ananas. Ihr seid eingeladen. Ich weiß noch gar nicht, was ich genau machen möchte, aber ihr seid eingeladen. Silvester. Ah, geil. Um dich nochmal kurz vorzustellen. Ja. Wir haben gerade eben drüber gequatscht. Du bist Moderator bei Höhle der Löwen. Die gibt es seit 10 Jahren und du bist von Anfang an dabei. Ja, krass. Richtig krass. Ja, hast du noch andere Fernsehformate moderiert? Man kennt dich eigentlich so als Moderator aus dem Fernsehen wahrscheinlich. Aber ohne Käppi. Ohne Käppi und schicker angezogen. Ja, du hast schicker angezogen. Jetzt, guck mal. Jetzt erkennen wir ihn. Da ist er ja. Herzlich willkommen in der Höhle der Löwen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns kennengelernt haben bei diesem Sat.1 Impro-Ding. Absolut, ne? Da haben wir uns jetzt kennengelernt. Jetzt wird's schräg. Ja, ja. Und das war so ähnlich wie jetzt hier diese Atmosphäre. So, das war direkt so gesehen und auf einer Wellenlänge. Mhm. Das finde ich auch immer sehr schön, dass das passiert. Und das kannst du nicht beeinflussen. Das ist auch gut so. Manchmal erzwingt man sich so irgendwelche Gespräche, wo du merkst, da ist die Chemie nicht, da passiert irgendwie nicht wirklich was. Aber bei uns war das irgendwie direkt so, das war mal, cool. Es war einfach direkt so voll entspannt. An dem Abend war sogar, ich glaube, Tané war auch am Start. Tané war auch am Start, ja, ich glaube auch. Mhm. Bei Tané und mir ist es ungefähr ähnlich so. Wir freuen uns einfach immer. Die ist so sweet, ja. Die mag ich auch so und gerne. Und sie hat auch durchgezogen, also Riesenrespekt. Mhm. Das ist und dabei war die schon lange im Business und plötzlich hat die so voll einen Durchstarter gehabt. Ja. Was ich dir eh noch sagen wollte, das passt wahrscheinlich gar nicht hierhin. Du bist auch beim Sascha Rinder, ne? Ja. Ja. Du auch? Ja. Ich wollte es dir die ganze Zeit damals erzählen. Damals warst du aber noch bei Jürgen Ebers, Kick Management. Ja. Ja. Wir sind auch in Peace auseinandergegangen. Man hat so, das Mindset hat sich im Laufe der 10 Jahre verändert. Und dann sagt man so, ey, lass uns mal nicht mehr zusammenarbeiten, aber wir sind noch cool miteinander. Ah, so. Bei euch ist ja auch, also ihr arbeitet ja auch noch zusammen. Also irgendwas muss ja aber cool wir sind ja auch noch befreundet. So nämlich. Ja, das ist genau. Jürgen und ich sind auch noch befreundet. Ach so, okay. Ja gut, okay. Dann
So meint er Arbeit oder Beziehung, ja, oder wenn ich eine Trennung stattfindet. Ich habe den Bogen schon dann verstanden, aber im ersten Moment... Ist das jetzt wieder so ein Moment, wo ihr beide euch genau angucken und so Pros und Kontras checken? Also wer ist jetzt... Nee, ach ja, wo wir uns in die Haare, in Anführungszeichen, in die Haare kriegen, ist ja immer, dass ich irgendwas sage, so ein bisschen straighter, und ihr ist das dann ein bisschen zu direkt und so, obwohl sie eigentlich... Zu hart, obwohl sie eigentlich aber im Kern die gleiche Meinung hat, will aber die Zuschauer beschützen vor meinen harten Worten. Aber weißt du, was das Krasse ist? Vielleicht haben wir deswegen eine gemeinsame Wellenlänge schon damals gehabt, weil ich habe eine ähnliche Einstellung. Ja? Das hat mich aber manchmal im Leben nicht weitergebracht. So diese Ja oder Nein. Also du musst dich für ein Ding entscheiden und denkst so, aber ich will der Person mir gegenüber, ich möchte das irgendwie jetzt anders machen. So dass man irgendwie ein bisschen, manchmal so ein bisschen wischiwaschi ist. Ja, ja, weich gespielt, sagt er immer zu mir. Krass, ja. Aber, ja. Ja, ich, genau. Aber im Prinzip haben wir die gleiche Meinung, aber ich habe immer Sorge, dass das irgendwen verletzen könnte. Ja, ne? Genau. Das ist bei mir genau. Tun dir auch andere Leute immer so leid? Ja. Ach, ja? Guck mal, wir sind uns voll ähnlich. Ja. Ich kann manchmal, wenn ich bestimmte Dinge sehe... Was bist du für ein Sternzeichen? Ich kann, Löwe. Ah, okay. Ich kann bestimmte Situationen kann ich nicht ertragen. Ich kann es dann auch nicht sehen. Denkst du, Alter, du läufst da jetzt gerade so ins offene Messer. Oh, das ist scheiße. Ah, Sepp. Ich kann es nicht sehen. Weil wir haben uns ja vorhin noch darüber unterhalten, Reality-Fernsehen und so weiter. Ne? Ich sehe manchmal Leuten an, oder wie wahrscheinlich die ganze Nation Menschen ansehen kann, die Augen verraten einem, ich wollte das jetzt gerade gar nicht sagen, aber ich denke manchmal einfach nicht darüber nach, was ich sage. Und du denkst so, halt doch einfach deine Klappe. Lass doch, ertrag jetzt mal kurz die Situation, geh aus der Situation raus und du wirst froh darüber sein, dass du bestimmte Dinge nicht gesagt hast. Und das sind die Momente, die ich dann bei Reality TV sehe und denke immer so, just saying. Ich wollte, Elmius, und das passt jetzt gerade, ich wollte dich ja noch weiter vorstellen. Oh ja, bitte. Also, dann hier, war das jetzt aber ein Gedankenblitz, weil, also gleicher Gedanke, weil genau darüber habe ich nachgedacht, fuck, habe ich sie unterbrochen oder zu weit weggebracht, weil sie war ja eigentlich bei der Introduction Höhle der Löwen. Das steht allerdings bei unseren Kommentaren auch öfter mal, ne, dass wir uns immer unterbrechen. Richtig. Das, ist wirklich so. Aber ich habe das Gefühl, aber du unterbrichst mich. Weiter. Ja, ich finde das auch nicht schlimm, genau. Nein, wir unterbrechen uns gegenseitig, ja. Wir kennen uns halt auch schon ewig, ne? Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, du unterbrichst mich öfter. So gut, ich habe das andersrum, das Gefühl, aber können wir ja mal gucken, was die Zuschauer da sagen. Wir gehen auch gleich noch auf Kommentare ein. Ja. Aber erstmal diese Vorstellung noch. Ja. Genau, wir haben uns kennengelernt in diesem TV-Bereich. Mhm. Seit letztem Jahr machst du Mucke, machst du Musik. Mhm. Ich habe dich auch schon zweimal auf der Bühne gesehen. Ja. Jetzt vor kurzem, letzte Woche beim San Remo Festival. Und bei deiner Record-Release-Party letztes Jahr. Und für die Vorstellung ist ganz wichtig, du bist für mich einer der nettesten Menschen, die ich jemals in dieser Branche kennengelernt habe. Und das ist aber das Big Hug. Big Hug. Aber das kommt nicht nur von mir. Ich habe das jetzt von so vielen schon über dich gehört, mit denen ich über dich gesprochen habe. Das wirklich, also das fällt mir auf, weil in der Branche, gut, das mag in jeder Branche auch wahrscheinlich ähnlich sein, aber da sind ja nur Idioten. Ich weiß, ich weiß aber genau, worauf du hinaus willst. Ja. Und das ist total lieb, dass ich... Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach weiter mit der ultimativen Lobmodelei. Ich finde das super. Ich sitze gerne hier und höre das so. Ich freue mich darüber, wenn du sagst, und andere Menschen haben das über mich auch so gesagt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und mich darüber, dass ich bete und sage, bitte, 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 liebe Menschen, bitte habt mich alle lieb. Aber es freut mich einfach umso mehr, dass mich Menschen assoziieren mit... Das ist ein lieber netter Mensch. Ja, du bist, genau, du bist, wirkst einfach unfassbar lieb, so aus dem Herzen heraus und nicht gestellt. Ne? Mhm. Und du wirkst auch immer so positiv. So, also bringst immer so, du strahlst immer so irgendwie, wenn ich dir begegne und wenn man dich so sieht, auch auf der Bühne und so. Und das ist mir einfach aufgefallen, das wollte ich jetzt unbedingt mal loswerden. Voll lieb. Aber deswegen habe ich mir auch vorher schon gedacht, oder habe ich dir auch schon vorher gesagt, ja, der Elmius, müssen wir gucken, über welche Themen wir mit dem reden, weil der ist so, der ist auch so lieb. Und ich weiß nicht, ob der mit allem, was Chris dann so raushauen würde. Hau raus! Digga! Das glaube ich gar nicht, dass er mit irgendwas ein Problem hätte, was ich irgendwann jemals gesagt habe. Nee, deswegen, weil du tust ja so, als wäre ich böse. Nein, so, aber er ist, glaube ich, da mir eben ähnlich, schon dieses, man will, dass sich das Gegenüber auch wohlfühlt und so. Ne? Ja, aber unser Gegenüber hat sich darüber mich immer wohlgefühlt. Es ist doch nicht, dass ich mal... Also das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, von den Menschen, die wüsste ich nicht, weil also was du... Aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst und das ist,
und das ist etwas, nicht woran ich jetzt arbeite, um es zu verändern, das ist bei mir sehr oft, also ich hatte hier und da mal wirklich Gespräche gehabt, wo auch Menschen gesagt haben, ja fuck, wir wissen aber eigentlich gar nicht, wer ist eigentlich dieser Amius? Mhm. Wofür steht der eigentlich? Wie tickt der eigentlich? Wo ist der eigentlich mal auch gegen? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, in meinem Freundeskreis wissen das die Leute, welche Meinung ich habe. Oder wo ich, deswegen können wir, ey, wenn irgendwas hier in den Raum geworfen wird, so, wir können uns über alles unterhalten. Und das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Mhm. Also wenn Menschen sagen, boah, der ist so lieb und mit dem kann man sich einfach unterhalten, da liegt es auch daran, dass ich keinen angreife. Mhm. Und ich will es auch gar nicht. Es aber da sind wir uns halt ähnlich. Genau, aber du kannst ja trotzdem auch Kante zeigen, ohne jemanden anzugreifen. Ja, weißt unbedingt. Du, das muss ja nicht Hand in Hand gehen, sondern irgendwie im Gegenteil. Ich meinte aber ja auch nicht, dass du nicht dafür sorgst, dass die Gäste sich hier wohlfühlen, sondern eher jetzt auf die Zuschauer, war das dann von meiner Seite auf manchmal bezogen. Auf die 5% der Zuschauer, die ich für Idioten halte. Ja, und das sagt er dann halt auch so. Ah, okay. Ja, guck aber mal, boom, das würde ich zum Beispiel auch im Leben, würde ich so sagen. Ich finde das gut, ich finde das mutig. Natürlich. Cool. Okay, ja, aber der Großteil sind super nette und das ist dann Leute. Sind das aber dann die 5%, die immer so viel Zeit haben, um dann ja, zu kommentieren? Ja, natürlich, weil die weil Schlauen, die halten ja die Fresse. So, die haben Besseres zu tun, als zu haten. Wir motivieren auch die Schlauen jetzt zum Kommentieren. Ja. Nein. Worüber ich mich manchmal aufregen könnte, ist, wenn die Leute in Kommentaren reinschreiben, der hört sich an wie Steven Gätchen, der sieht aus wie Teddy oder wie JP Performance bei Wish bestellt. Ich bin aber so der Typ, ich lache darüber, ich finde das lustig. Ja, ist ja gut, ey. Aber wisst ihr, was das Phänomen auch ist? So dadurch, dass ich auch für viele vielleicht im gleichen Atemzug nicht greifbar bin, viele kennen mich aus dem Fernsehen, aber kennen meinen Namen gar nicht. Ach. Das ist total krass. Aber guck mal, im Fernsehen ist ja auch viel schwieriger greifbar zu sein. Ja, weil das stimmt. Das ist ja ein Job, wo du quasi. Was guckst du? Nee, nur ob die Mikros laufen. Also, ich hatte dein rotes Lämpchen nicht gesehen. Habe ich vorher unterbrochen. Boah, du hast auch diesen Tick. Ey, das ist so geil. Mittendrin, ja, ich beobachte Dinge. Ich hab einfach nur Schiss, dass der Ton nicht drauf ist. Ja, ich bin voll bei dir. Jetzt aber der Ton ist ja nur das Backup. Also der rote ist ja nur das Backup. Ne? Also okay, ja, der Grüne wäre der wichtigere. Aber es geht darum, dass du dich natürlich im Fernsehen weniger selber zeigen kannst, weil das ist ein Job. So, es ist was anderes wie auf deinen Social-Media-Kanälen. So, deswegen hast du es ja per se schwerer, auch wenn du zum Beispiel, wenn du Tim Melzer oder Steffen Hensler, wenn du das vergleichst, ne, die sind in ihrer Sendung und dann fucken die sich richtig ab, dann sind die sauer, dann sind die glücklich, dann hören die Mucke, dann gehen die durch die Gegend, dann trinken die sich ein etc. pp. In deren Formate ist Zeit genug, um sie gleichzeitig kennenzulernen, was auch die Basis des Formats ist. Das ist bei mir als klassischer Moderator einer Sendung, so wie du es eben schon sagst, nie der Fall gewesen. Und das ist so etwas, was ich mir für die Zukunft auf jeden Fall mehr wünsche. Den Menschen tatsächlich auch mitzuteilen oder einfach nur zu zeigen, wer ich bin. Ja, weil ich denke, dass auch manchmal, es ist ja auch bei so Shows viel so wie jetzt zum Beispiel DSDS oder so, hier der Tore Schölermann oder so, wenn du die sind nicht so greifbar wie jetzt die Promis in der Jury, wo es ja um deren Meinung geht und so, ne? Das ist halt einfach so. Ja, weil Tore auch zum Beispiel, der kommt immer in einer bestimmten Phase. Der sagt, wer gerade gewonnen hat, wer in der Runde weitergekommen ist. Dann geht er mal kurz in den Austausch, Frage-Antwort-Spiel mit den, Sängerinnen und Sängern. Es ist so ähnlich wie bei der Höhle der Löwen. Ja, aber das ist mich auch mit den Gründern aus. Und meine Aufgabe ist eigentlich auch immer, und das mache ich auch gerne für die Zukunft, weil mich das auch immer glücklich macht, ich möchte den Menschen, mit denen ich rede, die Bühne geben. Es geht da nie um mich. Es geht immer um den Menschen. Ja. Mir das gegenüber. Ist ja auch dein Job im Prinzip. Du kannst dem Torwart ja auch nicht vorwerfen, dass er keine Tore vorne schießt. Nee, genau. So, dein Job ist Torwart zu sein. Halt das Ding hinten sauber. Ja, genau. Ja. So, und so ist es auch. Du bist halt ein Teil des Ganzen. Ja. So. Und der Teil ist jetzt nicht unbedingt deine Persönlichkeit da so raustragen zu müssen und dich selber zu präsentieren. Die Persönlichkeit kommt über das, ach Mensch, das ist aber schön, wie der sich mit den Leuten unterhält. Oder? Ja. Ach, echt cool, wie der die Leute auch aufgreift oder umarmt, wenn sie keinen Deal bekommen haben oder so. Ich habe tatsächlich auch in der Zwischenzeit auch nochmal so andere Formate, so bei Sat.1 zum Beispiel Let the Music Play, die Musiksendung, da bin ich wie ein Hampelmann. Also da, wenn die Band dann spielt und die Leute müssen quizzen und dann buzzern oder so, in der Zwischenzeit habe ich die ganze Zeit rumgetanzt und kriege immer aufs Ohr,
Amy, du tanzt schon wieder aus dem Licht raus. Komm wieder zurück, man sieht dich aus nicht. Aus dem Licht raus. Ja, von mir ist immer so. Du bist natürlich auch eine Person, das hast du jetzt auf der Bühne auch mehrfach gesagt, wo ich dich gesehen habe, die ihr Privatleben ja eh nicht in die Öffentlichkeit trägt. Genau. Ne? Genau. Und dadurch ist ja auch schon mal, dass man dann eh noch weniger halt so diese Nähe erzeugt bekommt. Wer bist du? Wie? Ne? Ja. Was machst du? Ja. Man kann das natürlich auch, wenn man seine Meinung sagt oder wenn man irgendwie Fun im Fernsehen hat oder wie auch immer, dann kriegst du das natürlich auch ein bisschen hin, dass du greifbarer wirst. Aber das ist ja auch so ein Punkt. Aber in der Musik, da nimmst du ja die privaten Aspekte teilweise mit rein. Absolut. Und das finde ich so crazy, weil... Da tue ich's. Ja. Weil das ist ich habe meinen eigenen Safe Space damit erschaffen. Und warte mal, ich ist ja hier GEMA-mäßig, müsste das ja funktionieren, was ist ja mein Track. Also das sind so viele Informationen über meine große Liebe. D-Town ist Düsseldorf, gemeinsam, das war der Abend, wo wir uns kennengelernt haben. So, das habe ich nie nach draußen getragen. Und ich hätte das jetzt, ne, aber das ist so, das ist mein Safe Space und ich habe irgendwann mal entschieden, dass ich bestimmte Dinge sage, aber man wird sie, er, sie, es. Nein, Quatsch, das ist natürlich, das heißt natürlich, wir leben ja hier in Köln. Das ist nicht natürlich. Oder, nee, natürlich, Natürlichkeit ist auch anders. Vielleicht ist auch eine Gummipuppe, man weiß es nicht, ne? Genau. Aber sie habe ich, in Düsseldorf sind wir offiziell zusammengekommen und wir sind halt jetzt einfach schon viele Jahre zusammen. Und du hast vorher nichts über deinen Beziehungsstatus wahrscheinlich. Null. Gesagt, in der Zeile kommt zum Beispiel auch vor, so, irgendwann ist leider mein Papa gegangen, du bist mein Engel, hast mich wieder aufgefangen. Mhm. Irgendwann ist leider dein Papa gegangen, ich bin dein Engel, hab dich wieder aufgefangen. Ja, sind ja super private. Das ist sehr, sehr privat. Man sieht sie trotzdem nicht, aber das ist etwas, wo ich entschieden habe, so, das habe ich, das ist schön. Und bei den Performances, so jetzt zum Beispiel beim San Himo, war sie auch da und ich konnte sie nicht angucken. Während ich den Song performe, kann ich sie nicht angucken, weil dann fange ich direkt an. Ich liebe dich. Krass, sonst kann ich es halt nicht. Ja. Und und das ist schön, das ist das Schöne. Boah, guck mal, da wird einem direkt warm. Mhm. Aber da kannst du es halt kontrollieren, welche Informationen du rauslässt. So, das ist ja der springende Punkt. Und ich glaube, es liegt, deswegen habe ich auch den Satz irgendwann mal gesagt, wisst ihr, mein Privatleben ist privat eben. Weil ich, und deswegen bin ich zum Beispiel bei Interviews mit Promis, Hugh Jackman und wie sie alle heißen, gehe ich auch nur immer bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt ja viele Promis, die interviewt werden, die nach 5 Sekunden merken, ey, sag mal, was versuchst du jetzt bei mir hier rauszubekommen? Mhm. Glaubst du wirklich auf dem roten Teppich, wo hier richtig viel Action ist, erzähle ich etwas über mein Privatleben, nur weil du aus der Redaktion Fragen mitgeschickt bekommen hast, die du unbedingt fragen sollst, so, da kann kein Eis brechen. Mhm. Und deswegen war mein großes Credo immer, wenn ich Interviews führe, dann bin ich vorbereitet, dann gibt es vielleicht auch private Fragen, aber die stelle ich erst, wenn die Person mir das Signal gibt, Digi, du kannst mich fragen. Ja. So bei Hugh Jackman war es zum Beispiel das Lustige, da waren wir in London, ich habe so eine Liste bekommen an Fragen, die ich eigentlich nicht fragen darf. Dann hat er aber einen Zettel vor seine Brust halten sollen, weil die haben das Material gedreht und die Sender haben das dann quasi zugeschickt bekommen. So konnten sie kontrollieren, was rausgeht und was nicht rausgeht. Ne? Und dann hat er prominent Vox Amius so vor sich gehalten. Und dann habe ich gesagt, sorry, kann ich davon kurz ein Foto machen? Ja. Und dann meinte er so, wieso? Weil ich das meiner Mutter schicken will. So ein Superstar, amerikanischer, wobei er selber ja eigentlich, er ist aus Australien. Ne? Weiß ich gar nicht. Ein Megastar hält meinen Zettel in der Hand mit meinem Namen drauf. Wie geil ist das denn? Ich will meine Mama stolz machen. Und er so, das ist doch genau, wofür wir es tun, oder? Um unsere Families stolz zu machen und hast du nicht gesehen. Und auf einmal haben wir uns über ein privates Thema unterhalten, was bei mir ganz rot war, dass ich es nicht fragen darf. Aber er hat mir die Tür geöffnet und da haben wir uns über unsere Mamas unterhalten. Süß. Ja, das war... Und so viele Momente, die ich da schon hatte, finde ich halt einfach... Aber guck mal, da hast du dich ja zum Beispiel auch zuerst geöffnet in dem Sinne, ne? Ich will es meiner Mama schicken. Ja. Weil ich glaube, oft kriegt man so das Gefühl, die wollen mir jetzt was entlocken, aber von sich erzählen die auch nichts. Zieh nochmal meine Hose runter. Ich zieh nochmal meine Hose runter. Das lustig, zieht sich immer von alleine so hoch. Ich würde jetzt einmal kurz die Kommentare machen von den Leuten, die unter quasi... Darf ich mitkommentieren? Ja, über unbedingt. Über die Kommentare, die ihr euch... Unbedingt. Zu welchen Themen denn? Zu dem Podcast, der letzte Woche online gegangen ist, der vorletzte eigentlich. Ja, aber jetzt, wenn das Video hier online ist, ist es der vorletzte Podcast, weil da kommt noch einer dazwischen dann quasi. Du
darfst mitkommentieren. Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt dann oft Leute, die eben entweder Chris cool finden oder mich. Ach so. Ne? Ja. Nee, was heißt oder? So würde ich sagen. Ja, nee, es gibt auch viele, die uns beide cool finden, aber... Ja, aber es gibt natürlich schon welche, die mich scheiße finden und sie cool. So, das sind die 5%, die eben kommentieren. Die anderen 95% sagen immer, toll, die beiden. Ja. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ja. Ach, guck mal, der Elvis ist da. So, also genau, nochmal, wir hatten ja gesagt in der vorletzten Folge, dass wir auf Kommentare ein bisschen eingehen wollen. Genau, und deswegen schreibt wieder fleißig Kommentare. Mhm. Hier bei YouTube, bei Spotify kann man es ja leider immer noch nicht. Chivinuk 495. Ich raffe ernsthaft oft nicht, worum es bei euch in der Folge geht. Aber in der jetzigen Folge zum Beispiel könnte ich sofort sagen, es geht um Liebe, es geht um Zuneigung, es geht ums Zuhören, es geht ums Spaß haben. Es ging, keine Ahnung, was ihr in den anderen Folgen in der Folge ging es darum, es ging um so einen konkreten Fall und ich habe ein bisschen so das Generelle erklärt, wie die Menschheit oder die Gesellschaft funktioniert. Und da habe ich gesagt, ich glaube, die Zuschauer kommen da manchmal nicht mit, die verstehen das nicht. Ja. Und da waren wir quasi, und dann haben wir die Zuschauer gefragt, wollt ihr, dass wir lieber konkretere Beispiele machen oder lieber ich das große Ganze erkläre? Und natürlich wollen sie, ist ja logisch, was dann die Antwort ist, sie wollen beides, weil Beispiele sind natürlich wichtig. Ja. So, und genau. Und also die Person schreibt auf jeden Fall, ich raffe ernsthaft oft nicht, worum es bei euch in der Folge geht, aber ich liebe die sprachliche Auseinandersetzung zwischen euch, Auseinandersetzung auch in Anführungszeichen, Herzchen, bin wegen Joyce hier, Herzchen, aber ich muss ja zugeben, argumentativ bin ich immer bei Chris. Oha, oha, ja. Oha. Dankeschön. Ja, vielleicht, ja, weil er dann sachlicher schnell auf den Punkt kommt oder was? Vielleicht, ne? Und ich so drumrum Eier manchmal, Nee, ich bin Kannst einfach du gut absagen? Nee, du auch nicht so. Das ist mir voll unangenehm. Ist zum Beispiel auf dem Weg hierhin, habe ich... Wolltest du uns absagen eigentlich? Sehr guter Spruch. Nein, habe ich wirklich habe ich missgebaut. Das passiert mir normalerweise nie. Wir haben jetzt demnächst mit der Band einen Auftritt. Und dann habe ich einem Kameramann Bescheid gegeben. Hab aber vergessen, dass ich einem anderen Kameramann schon viel früher Bescheid gegeben hatte. Ich vergesse Dinge. Oh, das ist mein Groß. Also wenn es darum geht, was ist so dein Manko? Wo hapert es bei dir? Dann Dinge, ich kann mir Dinge manchmal nicht merken. Das ist auch wie ich. Ja, ich weiß. Das ist eine Katastrophe. Und dann habe ich das aber vorhin erfahren, dass ich schon jemanden gebucht habe. Und da musste ich dem anderen absagen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ey, du merkst schon, ne, die Art und Weise, wie ich jetzt hier gerade rede, ne, mir ist es total unangenehm. Und der Kollege am Telefon, der sagt, Amis, sag doch einfach, du sagst mir ab, weil du es vercheckt hast. Ja, Bruder, ich sag dir ab, weil ich es vercheckt habe und ich hoffe, es ist in Ordnung. Und du arbeitest trotzdem mit mir, weil ich denke dann immer so, der will nie wieder mit mir zusammenarbeiten, das ist ein Arschloch, hau ab, ruf mich nie wieder an. Dabei war es gar nicht so schlimm. Okay. Ja. Aber du rufst an und sagst, Digi, kannst du zu Hause bleiben. Ja. Nee. Das ist nämlich, so bin ich nämlich auch nicht. Also ich verstehe das voll. Ich bin eigentlich vielleicht ein bisschen straighter, aber ich bin nicht der Typ, der sagt so, ey, ich habe mich vertan. Nee, weil du vertust dich auch nicht. Ja, peilt halt nichts. Echt? Ja. Ja, gut, okay. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Er ist so zuverlässig. Solche Menschen wie dich habe ich auch bei mir im Team und das ist gut so. Ja. Das heißt, okay, du kannst also... Ich bin nicht so, wie du jetzt denkst oder wie du vorher gedacht hast, dass ich wäre, wie Joyce mich quasi ein bisschen Ehrlich falsch dargestellt. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nicht gewusst, wie du eigentlich bist. Ich quatsche immer erst mit Menschen und deine Körpersprache und so weiter verrät mir einfach, dass du ein lieber netter Mensch bist. Ja, bin ich auch. So wie genau das. Nein, aber das ist genau der Punkt. Wie bist du doch auch. Und weil du immer so tust, wie gesagt, als wären wir... Und manchmal kommen aber trotzdem einfach Aussagen, wo jeder denkt so, eigentlich ein Arsch, aber... Ja, aber das ist auch okay ein bisschen. Ja, genau, das ist der Punkt. So, ich bin halt ehrlich. Ja. So, aber du weißt ja, dass ich dich liebe. Ja, das weiß ich doch. Oh. Seid ihr jetzt doch wieder zusammen? Nein. Das ist so lustig, machen die das öfter? Man denkt wirklich so, die wären... Nein, aber so für mich, ich habe immer gesagt, Liebe ist für mich bedingungslos und auch nicht an die Bedingung daran geknüpft, dass wir zusammen sind, sondern wenn ich jemandem einmal sage, ich liebe dich, dann bleibt diese Liebe ein Leben lang, auch wenn man sich trennt. Also es ist dann eine andere Form der Liebe natürlich, aber... Ich finde, du hast das jetzt sehr schön gesagt. Ja, oh, danke. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber... Okay, nächster Kommentar. Den muss ich unbedingt vorlesen, weil ich mich darüber sehr gefreut habe. Von Fidelibus. Joyce, würde ich heute noch heiraten? Ich liebe diese Frau schon seit Pong, Allah. Schlimm, hahaha. Und Pong ist das Format auf YouTube gewesen, wo ich mitgemacht habe, bevor ich meinen eigenen YouTube-Kanal hatte. Das heißt, die Person kennt mich einfach schon ewig und das feiere ich. Und dafür geht Liebe raus.
Das ist cool. Ja, weil das ja echt schon 12 Jahre ist. Wow. Oder? Und der nächste Kommentar geht zu Maki. CSMHD, warum ist der arme dritte Typi im Zimmer nicht mit eingeladen zum Mitdiskutieren? Der hat doch bestimmt eine spannende Meinung. Ich sehe es ihm doch an. Das waren jetzt ist aber jetzt der Kameramann gemeint oder ja. Ist jetzt hier die dritte Person euer Gast? Nee, das war quasi Marc, den haben wir beim letzten Mal, haben wir den so kurz mit hier in die Runde geholt und da durfte er kurz mitdiskutieren. Nee, das war tatsächlich, weil ich im Spiegel zu sehen war. In der Folge war ich nicht drin. Ja, am Ende ja. Hat nämlich, ich glaube, das war so ein bisschen... Doch, du warst doch, in der Folge auch drin. Also deshalb meint er, ich sehe es ihm doch an. Nein, man hat dich im Spiegel gesehen, der hat kommentiert... Schon vorher, als er dich im Spiegel gesehen hat. Und dann kamst du wirklich dann noch mit rein und er durfte mitdiskutieren. Ja, genau, ich glaube, so weit hat er nicht. Auch ins sorry, sag du mal. Ja, nee, ich habe mir jetzt hier extra für den Kollegen, wie heißt er? Extra noch ein Mikro geschnappt. Yeah. Wie geil ist das denn? Der Fuchs! Einmal mitquatschen kann. Weil das Kommentar habe ich auch gesehen, fand ich cool. Wie er mir jetzt angesehen hat, dass ich eine interessante Meinung habe, weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, vielleicht kommentierst du nochmal. Lustig aber auch wirklich, dass der Marc, ja, der wusste ja nicht, welche Kommentare du gescreenshottet hast vorhin, ne? Aber er ist halt einfach schon aber vorbereitet. Dass er schon das Mikro in der Hand hat. Das Mikro! Ja, ich hat er geschickt gemacht, ja, schlau. Ja, vielleicht habe ich interessante Meinung, aber ganz oft passiert es mir so, dass ich bei den beiden nicht intellektuell genug bin und ein Mikro in der Hand habe und einfach dazu also neige. So intellektuell sind die beiden jetzt auch nicht. Die haben manchmal Gespräche, die sind schon auf einer Ebene. Ich glaube, ich kann mitsprechen, aber es fällt mir einfach schwer dann einfach. Und immer wenn ich Mike in der Hand habe, quatsche ich auch manchmal viel Scheiße, wenn die Kamera an ist und das spare ich mir dann einfach. Dann lasse ich die beiden. Du hast aber eine sehr sympathische Stimme. Ja, und deswegen fordere ich ein, dass ihr Marc jetzt noch öfter bitte als Co-Kommentator einfach mit reinnehmt. Lass ihn doch die Kommentare, so wie bei Sat.1 hier NFL Football bei RAN, mit den langen Haaren. Die NFL-Rechte sind jetzt bei RTL, die waren da vorher bei Sat.1 und dann hatten die diese Sendung und der Spicky, fuck, wie heißt der denn nochmal? Der hat sich immer um die Socials draußen gekümmert. Ja. Ey, yo, hier Kommentar von XY und dann hat er das den Hosts immer zugespielt. Sucht Marc beim nächsten Mal raus Kommentare und liest. Da weiß ich nicht, ob die das euch gerecht ist. Nee, vor allem frage ich mich, wieso du nicht die Top-Kommentare genommen hast. Das war doch Top-Kommentar bestimmt. Nee. Was ist das denn jetzt hier? Top-Kommentar war, also ich finde von Lucy Braun irgendeine Zahl, also ich finde Beispiele sehr praxisnah und top, aber der Blick auf die Allgemeinheit auch wichtig. Ich verstehe beides und finde aber die Mischung wichtig. Heißt, die Perspektive verändern von der Frosch- auf die Vogelperspektive. So. Ist ja gut. Super. Ja, ist doch super. Top-Kommentar. So, und der andere Top-Kommentar war? Welcher? Ich kann Chris auf jeden Fall nachvollziehen. Guck mal! Vermutlich, weil sich unsere Brillen einfach mehr ähneln. Und dann sehr, sehr lang und ein guter Kommentar. Genau, komm, ich heiße. Nichts Nettes über mich drin, doch bestimmt, ne? Doch, wird er. Ey, wie lustig seid ihr beiden eigentlich? Du suchst dir die ganze Zeit Kommentare aus, wo Leute was Nettes über Joyce gesagt haben. Nein, ja, er kriegt ein breites Grinsen, wenn er Top-Kommentare rausholen kann. Ja, ja. Muss ja. Über ihn schreiben. Nein, genau, aber ich kann aber auch noch einen Hate-Kommentar über mich. Oh, der ist hier ich irgendwie. Hatte, genau. Nicht. Das habe ich gemerkt. Ich habe für jeden einen. Hast du gehört, was Marc gesagt hat? Ah, okay. Hast du gehört, was Marc gesagt hat? Das ist der Ruhepol bei euch. Hast du gehört, was Marc gesagt hat? Ja. Was hat er denn gesagt? Hast du wieder nicht so zugehört? Du musst schon wieder mal die Hose runterziehen. Die zieht sich immer hoch. Dass wir alle drei halt. Also dass alle drei. Nein, ich hab's nicht gehört. Du hast es nicht gehört. Der hätte es. Also beinahe hattest du mich, ey. Ich so, ja, krass, okay. Ich konnte es jetzt nicht herleiten, weil ich wusste nicht, was Marc gesagt hat. Ich weiß, was du gesagt hast, aber ich wusste nicht, was Marc gesagt hat. Jetzt sag doch einmal den Satz, den ihr immer zu mir sagt. Hast du nicht zugehört, Chris? Ja, ich so, hab ich nicht zugehört, Marc. Ja, ja. Leute, ich muss hier für Marc in die Bresche springen. Ich komme hier rein zu spät. Und sie immer so, ist okay, dass du zu spät gekommen bist. Aber jetzt der, hast du das der Thema. Marc ist... halt das gut, auch spät gewesen. Gut, dass du es ansprichst. Das ja, hatten wir gut, nämlich dass als Thema. Du Blödmann. Das wollten aber wir dir kurz, nämlich... ich will noch kurz sagen, was Marc hast du gerade Blödmann zu mir? Zu unseren Gast jetzt noch als Blödmann. Jetzt nimm die Sendung Fahrt auf, Alter. Also, jetzt ist doch ich stand gut. Die ganze Zeit hinter mir, aber jetzt hast du es zu spät kommen erwähnt. Jetzt kriege ich eins auf den Sack hier. Oder ich stehe auf jeden Fall hinter dir. Ruf mich an. Ich habe doch gesagt, egal welche Ausrede du noch mal brauchst, ruf mich an. Ich bin der Ausredenmeister, Alter. Meine größte Ausrede ist immer Aliens. Aliens haben mich entführt. Aber ich konnte mich Gott sei Dank befreien und deswegen bin ich jetzt, ich bin auch glücklich, hier sein zu können, aber leider bin ich halt 10 Minuten zu spät. Das habe ich doch in dem eigenen Reel, in dem einen Reel sage ich doch, Aliens, wegen denen bin ich zu spät, haben wir so ein Comedy-Reel. Ist das schon gesendet? Ja. Okay. Mhm.
Da sage ich genau das. Ja. Weil ich auch immer so Ausreden habe, wenn ich zu spät komme. Und dann haben wir das so weitergesponnen mit bis zu Aliens. Aber du machst es wirklich. Ja, aber ich finde das, Marc jetzt? Das Marc ist gut. Danke. Ja. So, und jetzt nochmal kurz, was Marc gesagt hat. Marc hat gesagt, die Kommentare, die ich rausgesucht habe, da war ein netter über dich, ein netter über ihn und ein netter über mich. Ich habe es ausgeglichen gestaltet und es ist ihm aufgefallen. Okay, super. Das hast du sehr gut gemacht. Das ist typisch Joyce-like. Das ist so Es gab aber, das passt genau zur Aussage mit, ja, das ist ja schön, ich bloß das. Keinen verletzen oder so. Ja, ja, stimmt, das war's, ne? Nee, das nicht verletzend war. Aber ich, genau, aber ich würde ja lieber die Wahrheit rausfinden. Deswegen wäre ich eher jemand, der quasi die Top-Kommentare nimmt. Und das sind die Unterschiede bei uns dann. Ja. Er bringt so, nein. Genau, also, nee, aber das ist genau der Punkt. Leute, ich will hier Kommentare kommentieren und dann nehmen wir die Top-Kommentare, weil das sind ja die Top-Kommentare. Ja, und wenn die alle sagen, Chris ist der größte Hurensohn aller Zeiten, dann wäre das auch voll okay. So, dann würde ich die auch vorlesen. Und es gab noch einen negativen über mich, den habe ich aber irgendwie nicht gefunden am Handy. Aber guck mal, wie ich das sage. Ständig und dann meint er, hä, ich bin doch nicht zu krass. Ja, doch schon eigentlich. Ja, für euch war endlich immer jemand hier, der meinen Standpunkt hier supportet. Ja, ist auch gut. Dann machen wir Yvonne Muhl und ich gegen euch beide das nächste Mal. Hast du gerade Yvonne Muhl? Moulin heißt die. Ach so, ja. Oder Moulin, wer ist denn nochmal? Oh shit, ist das jetzt jemand, den ich... Nee, sie macht auch so YouTube-Videos. Okay. Und die war auch hier im Podcast zu Gast. Und da waren Chris und Yvonne, waren voll so beide, yo, genau. Und haben beide so... Und da war ich so ein bisschen halt so, ey, Leute, könnt ihr euch bitte ein bisschen zurückhalten? Ja. Und jetzt so krass können wir nicht sein. Ist quasi, jetzt habe ich mit dir mal meinen Gegenpart gefunden. Ja. Hier. Ja. Ich stelle fest, seitdem ich so sage, so, ach, ich habe jetzt Bock, da so ein bisschen mehr in sozialen Mediennetzwerken unterwegs zu sein. Es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die ich nicht kenne. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich bei der Baller League am Start bin und da sind ja ganz viele Influencer am Start und ich denke dann immer so, boah, Alter, was habe ich eigentlich in den letzten Jahren gemacht? Ich kenne sie einfach, also viele einfach nicht. Ja, aber ist doch eigentlich gut. Das heißt ja, dass du deine Zeit mit sinnvolleren Sachen verbracht hast, als auf den Social Media Zweigen. Ist ja so. Ich gehe voll unvoreingenommen rein in die Gespräche und die sagen dann immer so, ey, ihr habt voll gut miteinander am Dings. Ey, weißt du eigentlich, wer das ist? Ich so, nein, Digga, ich habe mich einfach mit ihm unterhalten. Ja, das ist der DIA und der macht so halt Fußball-Content und so, ne? So hier Millionen, da Millionen und so. Ich so, ja, ich scheiße aber da drauf, mich interessiert der Mensch. Mhm. So, die Zahl interessiert mich nicht. Aber ich merke einfach auch so, wie jetzt eben hier mit Yvonne Moulin. Mhm. Sie so, den Namen habe ich mir gemerkt. Ja, sehr gut. Yvonne Moulin kannte ich zum Beispiel vorher noch nicht. Und was ist sie? Ist sie Verhaltensforscherin oder was? Du hast gesagt, sie ist YouTuberin, weil so von wegen so, ich habe den Chris nämlich genauso schon eingeordnet. Du bist ein Verhaltensforscher. Ja, so könnte man mich bezeichnen. Ja, sie... was macht die? Die kommen. Das war ja ein Kompliment hier. Für ich sehe das. Ich hoffe, es ist angekommen. Okay. Ich grüße dein Verhaltensforscherherz. Die kommentiert eigentlich viel so Trash-Formate. Genau. Ah, okay. Also ich. Oh, da hat die aber am laufenden Band aber eine Menge zu tun. Jo. Viel zu kommentieren wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Aber die war da, weil die damals dieses Luke-Thema wieder ins Rollen gebracht hatte. Und, weil sie das nochmal aufgespielt hat oder war Luke so dann bei ihr? Oder nee, was, das nicht, sondern da wurde ja dieses Buch veröffentlicht, wo die Akte offengelegt wurde über den Fall. Mhm. Und da hat sie das Thema eigentlich groß gemacht, weil sie dieses Buch gelesen hat. Sie hat das durch Zufall angezeigt bekommen bei Social Media und hat dann einfach aufgeklärt quasi sachlich darüber, wieso. Wer hatte dieses Buch released? Also war es Luke oder was? Das war ein Anwalt. Ach, das war ein Anwalt, der diesen Fall genommen hat und... Ja, der Anwalt, der hat eigentlich ein Buch über falsche Verdächtigungsfälle geschrieben. Also da kamen ganz, ganz viele Fälle drin vor. Mhm. Und ein Thema hat er dann halt, das glaube ich dann, ich weiß nicht, ob es das letzte Kapitel war, weil es ein bisschen anderer Fall war, aber hat er dann da halt noch mit reingenommen. So. Und es wurde der Yvonne durch Zufall angezeigt und dann haben es eigentlich alle Leute nur durch sie mitbekommen, weil durch die Akteneinsicht konnte man dann ja... sowohl Lukes Perspektive als auch Ines Perspektive betrachten und konnte sich dann so ein ganzheitlicheres Bild machen als von den Sachen, die vorher so öffentlich im Umlauf waren. Das ist auch so ein krasses Ding, so wie sehr Social Media dann auch bestimmte Dinge aufgreifen kann, die vielleicht viele Menschen
nicht so gesehen oder gar nicht erst mitbekommen hatten. Ja. So wie der Fall mit der einen Sendung bei WDR war das, glaube ich, ne? Wo die sich über irgendwas haben, die sich mit Thomas Gottschalk, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Thema war. Und das war, dann wurde es nochmal aus, es war eine Wiederholung. Und das hat aber jemand gesehen. Ach, krass. An Influencern. Und dann wurde das gepostet und dann ging die Sache erst viral. Krass, ne? Obwohl es eine Wiederholung war, beim ersten Mal gar nicht. Eine Wiederholung, beim ersten Mal hat es gar keiner gecheckt. Ach, krass. Ja, ja. Aber, Wie schnell das geht, wenn eine Person, manchmal werden ja auch Sachen, die Jahre alt sind, auf einmal gehen die viral, weil irgendwer das dann auspackt oder so, ne? Ich weiß, und ich glaube sogar deswegen, ist das zum Beispiel auch ein Grund, warum ich sage so, mein Privatleben ist privat eben. Weil es kann auch sein, dass ich heute sage A und in 3 Jahren sage ich C und alle sagen, Digga, vor 3 Jahren hast du aber A gesagt. Yeah. Jetzt haben wir dich an der Cojones. Ja. Jetzt musst du erst mal klar. Und dann kommst du plötzlich in eine Situation, wo du irgendetwas erklären musst. Und du willst es aber gar nicht erklären. Vor allem aber der Druck ist so groß. Und wenn dir dann Partner, was auch immer, abspringen, denkst du dir, sag mal, das kann nicht wahr sein. Deswegen beschäftige ich mich gerne mit schönen Themen. Ja. Sehr schön. Marc, willst du einmal kurz gucken wegen der Kamera? Weil ich glaube... Ach, du hast geguckt, okay, weil das jetzt vom Gefühl her schon wieder... 20 Minuten, aber ich kann jetzt... Ich? Dann wechsel auch mal den Akku. Ja. Marc, wir hatten noch die Idee, mit dem zu spät kommen, weil deswegen meinte er das ja... Du kriegst direkt wieder immer einen auf den Deckel. Sobald du ins Spiel kommst, ist immer direkt so... Apropos Marc, zu spät kommen. Ja, weil ich habe mir überlegt... Ton aus Marc auch. Also ja, genau, apropos Ton aus Marc. Oder ja. Joyce so, du sag mal, Amy ist... Und ich nur so, Marc, und er so... Nee, sorry, ich bin noch nicht bereit. Ne? Und Joyce so, ey, das macht er jedes Mal, das ist viel zu langsam. Nee, kriegst du immer alles ab? Nee, pass auf, dafür müssen wir einleitend sagen, du warst ein bisschen zu spät eben, aber Marc war auch zu spät. Ja. Nur Chris und ich waren pünktlich hier. Ja. Und wir haben dann gesagt, wenn Marc jetzt nach Amius erst hier ankommt und der Kameramann quasi der ist, der als letztes kommt, dann müssen wir schimpfen hier. Genau, nee, beziehungsweise es war ja schon immer das Thema, dass Marc zu spät kommt. Aber es war ja dann andersrum, es war ja dann zuerst Marc und dann Amius. Genau, es war dann ja okay. Aber es war halt so, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, eigentlich müssen... Hab ich nur für dich gemacht, Digi. Normalerweise wäre schon voll da gewesen. Ja, pass auf, müssen wir Marc incentivieren. Das heißt, wenn er pünktlich kommt, kriegt er quasi 5 Euro und für jede Minute, die er zu spät kommt, kriegt er 1 Euro vom Gehalt abgezogen oder so. Aber ab einem gewissen Punkt funktioniert auch dieses Bestrafen nicht mehr bei ihm. Und das wäre jetzt heute quasi, wenn deine Chefs quasi, Joyce und ich, quasi und der Gast vor dir da sind. Und da wir beim letzten Mal gesagt haben, da hast du ja gesagt, das fändest du gut mit diesem Halsband mit den Stromschlägen. Oh, ja. Stromschläge. Und jetzt hatte ich gedacht, weißt du noch... Hast du einen Vertrag oder sowas hier vorliegen? diesen Taser, den wir mal hier hatten für... Oder hattest du den wir doch, wo Manu und so da waren? Ja, das war mein Taser. Das war dein Taser. Dein Taser. Den bringst du mit? Genau, den bringst du mit. Ihr habt schon Gäste hier gehabt mit Taser? Ihr Taser? Und dann, nee, das war Privatabend. Das war nicht im für Podcast. Für jede Minute, die du zu spät... Nein. Privatabend. Für jede halt Minute, die du halt zu spät... Halt meinen Taser hin. Ich spüre nichts. Männerabend. Klassischer Männerabend. Wir machen das jetzt so auch, damit die Leute... dann auch Spaß haben, dass du das vor der Kamera hier abkriegst. Ja, genau. Das ist ja fast wieder witzig. Ne? Aber dann will ich auch die 5 Euro, wenn ich pünktlich komme. Ja, aber heute warst du schon 5 Minuten zu spät. Das heißt, da sind schon mal 5 Euro abzugeben. Nee, ist das der Deal? Ja, nee. 5 Euro, wenn du pünktlich bist. Dann machen wir es. Dann kriegst du on-cam entweder für die 5 Euro oder nicht. Ja, jedes Mal am Anfang der Sendung, boah, der schläft einen Abend vor deiner Tür hier. Ja, aber dann kann er damit pünktlich Hauptsache, sein. Damit Hauptsache, dass er pünktlich ist. 5 Euro. Endlich Gehaltserhöhung. Okay. Jawoll, Digga. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, weil heute war ich mir 100% sicher, dass ich nicht zu spät komme. Aber es ist passiert. 6 Minuten. Nicht, dass die Leute hier denken, ich komme hier eine Stunde zu spät. Also. Das ist immer das Schlimme. Ich finde, das ist immer das Schlimme. Ich kenne das ja sehr gut, weil ich ja leider das ein oder andere Mal zu spät komme. Wenn man dann darauf hingewiesen wird, dass man zu spät gekommen ist, dann und die anderen erfahren gar nicht die Zeit, wie viel zu spät man gekommen ist. Ne? Und es sind dann am Ende eigentlich nur so 4 Minuten oder 5 Minuten. Digga, das ist kein zu spät kommen. Nee, das ist eigentlich auch okay. Aber das ist, das muss man, da hast du vollkommen recht. Aber bei ihm sind es halt schon, keine Ahnung, 50 mal 5 Minuten. Mhm. Ne? Oder halt. Und manchmal auch eine halbe Stunde. Ja. Grüße gehen raus an unseren Herr Kapellmeister, unser Drummer Harald Greising, Harry. Der Harry, der regt sich jedes Mal auf, der sagt auch so zu mir, pass auf, du hast jetzt ein Jahreskontingent. Ja. Fürs zu spät kommen und du hast jetzt irgendwie gefühlt nur noch 15 Minuten auf deinem Konto drauf, also reiß dich zusammen. Ich komme jedes Mal zur Probe, jedes Mal
zu spät. Jedes Mal. Dazu muss man auch sagen, er wohnt mehr im Ländlichen, in Leverkusen. Und diese Leverkusener Brücke, ah, schwierig. Wobei jetzt ist ja... Aber das muss man mal einberechnen. Laut Moment, das muss man immer mit einberechnen. Und eigentlich ist die ja jetzt... Ist ja jetzt fertig gebaut. Da ist ja jetzt nichts mehr mit Stau und so weiter. Aber trotzdem nehme ich immer als Ausrede, ey, Leverkusener Brücke, das war wieder so. Und Harry meckert, ne? Harry also meckert. Harry, ja, finde ich gut. Harry ist so richtig deutsch. Der ist so richtig deutsch, der ist so überpünktlich. Sein Riesenvorteil ist, wir proben bei ihm zu Hause. Der kann nicht unpünktlich sein. Harry. Vielleicht proben wir einfach mal bei mir. Denk mal drüber wahrscheinlich nach. Wahrscheinlich stehen dann alle vor der Tür. Oh, ey, das ist ein guter Point, wenn die Podcasts bei mir zu Hause laufen würden. Weiß ich nicht, ob ihr immer pünktlich kommen würdet. So nämlich. Nee, ja, das ist ein guter Point. Ja. Wohnst du bin mir nicht sicher. Guter Aber ich erinnere mich an eine Zeit, das wollte ich auch einmal, wenn wir gerade die ganze Zeit auf mir rumhacken. Der kommt doch sicher raus. Wird eh ausgeschnitten. Nee. An der Zeit, wo ich hier gekommen bin, wo Joyce immer zu spät gekommen ist und da hat niemand was gesagt. Mir war das egal, weil ich bin da völlig... Mir vor ist allem egal. Niemand, das war, bin ja dann nur ich. Aber ich meine, Joyce hat jetzt auch nicht gesagt, ja hier, bla bla bla. Und ich dachte so, kein Problem, du quatsch ich halt vorher noch mit Chris. Ich habe Zeit, ich habe heute den ganzen Tag Zeit. Ich drehe, ob das jetzt bis 22 Uhr ist oder bis 15 Uhr, so, ich habe nichts vor. Bei Joyce sieht das dann ein bisschen anders aus. So. Aber so, weißt du, so diese Momente, wo ich dann zu früh kam oder so pünktlich, jemand anders so zu spät, da wird nicht so viel geredet. Kritik an dir. Ja, bei Joyce ist das ja anders. Ich meine, da hat Marc recht. Es gab eine Zeit, aber trotzdem, das war vielleicht 10%. Danke, Chris. Ich sehe mich ja als schuldig. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass Joyce dich ja bezahlt. Genau. Ja. Genau deshalb nicht nur mich. Genau, richtig. Auch das ist das größte Argument. Don't say nothing anymore. Ich habe was mitgebracht. Ich weiß nur nicht, ob wir es irgendwie benutzen können, weil ich hole es erstmal. Ja, hol's so, mal. Ich finde es allein vom Sound her. Taschenmuschi oder irgendwas? Ja. Würde ich benutzen. Ja, ein Taschenpenis. Das ist ja geil. Achtung. Da kann ich ja jetzt immer, wenn du mir zu krass wirst, auch so drauf basteln. Also ich habe es nicht geschenkt zum, also ich habe es nicht als Geschenk mitgebracht. Ich habe es zum Spiel mitgebracht. Was? Spaß. Wir müssen uns aber zumindest was einfallen lassen, was wir jetzt gemeinsam irgendwie spielen können. Drei Stück? Ja, ich. Wo ist der vierte, Amy? Das kann doch nicht sein. Ja, Digga, ich wusste nicht, dass du plötzlich auch eine riesen Rolle plötzlich noch mehr einnimmst hier im Podcast. Das wusste ich auch noch nicht, bevor ich. Eigentlich, ich finde ja, ihr wisst ja, ich mag ja Quiz und ich mag Musikquiz und so weiter, ne? Aber je nachdem, wie das jetzt mit GEMA ist, eigentlich müsste der Marc jetzt aus dem Hintergrund, ich habe nachgeguckt, bei Spotify gibt es eine Playlist, die heißt Musikraten 1980 bis 2022. Du kannst das ja jetzt anmoderieren quasi. Ja, genau, mach mal eine Anmoderation. Wie heißt nochmal euer Podcast? Warte mal. Hätte ich das mal später gewusst. Genau. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Musikquizrunde bei Hätte ich das mal später gewusst. Heute zu Gast Chris, Joyce und Herr Haptu. Ja. Marc, wir sind hier in Berlin. 20.15 Uhr, das ist Ihr ZDF. Spiel die Musik ab. So richtig 1980. Kommen wir zum ersten Song. Big, Scheiße, nein! Big. Nee. I'm a big girl. Hätte ich auch gedacht. Ich spiele es mal weiter kurz, aber ich... Es ist falsch. Okay. Also du musst jetzt offiziell sagen, ob es richtig oder falsch nein, ist, damit die Buzzer wieder freigegeben werden. Oder hieß das nur Big? Nee, big, gar nichts. Wie hieß die denn nochmal? Da ist nicht ein Big in diesen Wörtern. Okay, aber da, ich dachte das auch. Ja, das ist einmal big girl in a big world. Ja. Dann, nächste Chance. Ich darf ja nicht sagen. Einmal noch zuhören. Ich darf jetzt spielen wir beide jetzt weiter, Chris und ich? Also Joyce Antwort ist falsch. Oder? Nee, sie hat einen Minuspunkt, kann aber noch weitermachen. Holy shit, direkt Minuspunkt. Nee, Minuspunkt haben wir vorhin nicht gesagt. Nee, Minuspunkt haben wir nicht gesagt. Ich bin raus, ihr dürft noch erraten. Okay. Ach so. Das ist ganz anders. Das ist nämlich der mit dem Tourette, der auf der Bühne manchmal nicht weitersingen kann und dann hat das Publikum übernommen. Mhm. Ja gut, das war aber jetzt schon mehr als 10 Sekunden fast, ne? Ja. Kollege. Also, ich sag einfach nur Tourette, habe ich dann auch gewonnen. Nein. Auf gar keinen Fall.
Sehr schöner Song. Den Namen solltest du wissen. Hast jetzt du noch hast gar du noch nicht George, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Weiß ich. George, irgendwas mit George. Hättest du den gekannt, Marc? Nee, aber der Refrain ist der du Songtitel. Kennst du nicht? Doch, den kennst du doch auch. Das ist was Neueres, ne? Ja, der ist so, glaube ich, zwei Jahre. Ja, das Jahre. Meine ich mit was Neuer. Achso, okay. Ja. Also George ist leider nicht richtig. Ich weiß okay. nicht, ja, kannst du Stopp machen, ich kann dir nicht beantworten. Okay. Lewis Capaldi. Louis Capaldi, outnumbered? Nee, Someone You Love. Someone You Love. Someone You Love. Ach, ich komme auch immer durch. Den Satz hast du gerade schon gesagt. Ich habe du hast ihn gesungen. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht sagt er es. Es gibt die Aufnahmen von ihm, so Festivalbühne, und dann steht er da und dann kriegt er wirklich diesen Anfall. Und das Publikum übernimmt. Krass. Aber wie laut die singen. Direkt Gänsehaut. Oh mein Gott. Jetzt ja, kommt gut. der zweite also, keine Song, Punkte, es gibt noch keinen für jeden, Punkt. Ja. Außer ein Minuspunkt für Joyce? Nein, es gibt keinen Minuspunkt. Okay, alles klar. Es gibt naja, also eigentlich, gut, Nein. wir haben jetzt gesagt, dann machen wir aber ab jetzt guck mal. Minuspunkte. Nee, derjenige, der sagt, ist wieder hier so, ich möchte nicht, dass es jemandem schlecht geht. Also, ja. Minuspunkte darf es nicht geben. Genau, nicht benachteiligen. Lass uns Minuspunkte machen. Ja, genau. Ja, genau. Ich wollte das noch nie. Ja. Minuspunkte. Marc kriegt einfach Minuspunkte. Einfach so. Weil er es einleiten wollte. Gut. Nächster Song. Okay. Punktzahl ist unverändert. Weiter geht's. Eminem. Two Burning Ground, South South, Money Outside. Right, oh, D12. Ich hätte jetzt auch Eminem gesagt. Nee, ist back. Shady's back. Slim Shady. Sag mir Namen und einen Titel. Du hast jetzt so viele Sachen Nein, gesagt. Nein, er braucht Name oder Titel. Ja, so, aber okay. eins. Aber ich habe Eminem schon auf jeden Fall gesagt. Eminem ist richtig. Ah. Slim Shady. Das Track? Hätte ich jetzt, um zwei Punkte zu bekommen, ja, aber... Nein. Ja, sonst sagst du es oder warte, sagst du es oder sagst du es nicht, den Titel, weil du kriegst... Komm, ich bin aber, warte mal. Weil sonst kriegst du wieder... Sonst kriegst du einen Minuspunkt. Ich sag, sonst kriegst du einen Minuspunkt. Ja, sonst bist du wieder auf null. Du bist die Beste, ey! Deswegen. Okay, dann nehme ich nur Eminem, krieg ich auch nur einen Punkt. Ja, ein Punkt für dich, der Song heißt aber Without Me. Glück gehabt. Da bist du aber dem Tod nochmal haarscharf in der Klippe geschwommen. Aber sowas von. Ich habe ihm nur vorhin gezeigt, was ich eingegeben habe. Ich sehe nicht die Songs jetzt hier. Aha! Ja, Nico, ich habe nur einfach... Woher soll ich wissen, was er spielt? Wie viel sind da drin in dieser Playlist? Wie viel sind 20. da drin? 20. Okay, ja gut, okay. Okay, jetzt der Letzte. 19. Du hast jetzt einen Punkt. Nee, theoretisch bis jemand drei Punkte... Ach so... Nein, wir hatten gesagt nur drei Songs. Komm, dann macht es und es wird spannend. Ja gut, aber jetzt können wir ja, wenn du es jetzt weißt, beides, dann kannst du ihn ja noch einholen. Ja, und dann gibt es einen Unentschieden. Genau. Nee, das ist ja kein Unentschieden. Du hast ja nur einen Punkt. Wenn du jetzt Titel aber das hatten wir noch nicht klar gesagt. Ich habe doch nur zwei Punkte gehabt. Ach, du hast ja schon einen. Ah, warte mal. Nee, das galt ja nicht. Das war doch, ach, den habe ich rausgenommen. Ja, ich habe ja nur einen Punkt. Leute, ich habe doch nur einen Punkt. Eben. Stellt euch doch nicht so an. Das ist ja, das kann jetzt hier richtig dramatisch sich noch ändern. Okay. Es geht weiter. Ein Punkt für Amius, null Punkte für Joyce und Chris. Nächster Song. Mal richtig zuhören. Ah! Take on Me. Aber wer singt das? Na, aber du hast ja schon Take on Me gesagt. Wenn du auf Nummer. Oh, du kannst jetzt. Nee, aber gewinnen. Ich kann ja jetzt, ne? Hui, Gold oder? Darf ich einen Tipp geben? Ist es, glaube ich. Nee, aha, ist es, glaube ich, ne? Ja. Oder? Boah. Dann könntest du auch den Punkt wieder verlieren, ne? Ich weiß, aber ich glaube, ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es aha ist. Das kam mir so gerade. Nimmst du Locks ein? Ja, irgendwie, ich glaube schon. Keine Ahnung. Das ist zu 100% richtig. Aha, Take on Me. Wenn du das gedacht, du hast nie gebuzzert und dann gewinnst du das. Ja. Unglaublich, kommt der von hinten rum um die Ecke, also, macht zack, die zwei Punkte. Genau. Ja. Ich gehe, danke, tschüss. Ciao. Das war was, weil das ist was, also. Das ist ja witzig. Geil, wir haben einen Gewinner. Es ist jetzt halb zwölf. Konfetti! Der Sieger. Ich finde, sowas macht immer Spaß. Ich hatte eigentlich den hier, ne? Ich hatte eigentlich den. Das ist kein Joke. Hey, die dürfen wir, guck mal, da können wir ja noch, wir drei ja noch Spiele mitmachen. Das ist schön. Guck mal, ich hab den hier noch gehabt. Danke, Amy. Ach so, das hätte aber Amy jetzt nicht gekannt. Du hast ja richtig geguckt, als würdest du gar nicht wissen, was das ist. Ich hab kurz überlegt, von wem der ist. Ist das? Ja. Wir haben so einen Mallorca-Parodiesong gemacht. Ach mal. So. Malle für alle. Aber ich habe selber nicht gerafft gerade. Ich habe kurz überlegt, wer war das noch? Sagt mir irgendwie was. Ja, Chris hat sofort gezeigt, er weiß, aber Joyce war. Von wann ist der? 2015. Mhm.
Und auch so mit Auftritt auf Malle und so? Nein. Nein. Also aber wir waren auf Malle und haben da gedreht, das Musikvideo und so. Okay, geil. Aber zum Teil auch in Hürth am See. Mhm. Also wirklich was so. Ungefähr Malle ist. Ja, nee, Malle haben wir wirklich so Szenen zwischengeschnitten, weil wir in Malle es nicht alles geschafft haben und so. Okay. Ja. Cool. Ja, vielen Dank für die Buzzer. Das ist voll das geile Geschenk. Ich finde, das ist so, ich habe darüber nachgedacht, ich so, ey, warte mal, ich nehme die mit. Und dann waren es auch lustigerweise, weil ich wollte ursprünglich nur zwei bestellen. Und dann waren es aber drei und ich so, okay, warte mal, das sind wir doch genau richtig. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja. Voll geil. Werden wir jetzt öfter benutzen. Ja, finde ich auch. Wenn ihr mal und nicht immer gleicher Meinung seid, was durchaus des Öfteren vorkommt, dann müsst ihr einfach nur buzzern und sagen, halt, stopp! Ja, das ist so. Ich finde allerdings, ja, pro Folge darf man zweimal buzzern. Ja, wie so ein Joker dann. Ja. Ja. Aber wir sind ja gar nicht so oft anderer Meinung. Nur, dass ich mich nicht verstelle und du dich verstellst. Ich verstelle mich nicht. Ich bin anders von meiner Art her. Ich möchte das nicht so ausdrücken. Wegen deinem spirituellen Ich. Richtig. Da machen wir noch eine eigene Folge drüber, oder? Kennt ihr noch den Fliege? Jürgen Fliege. Den Pfarrer. Ja, der Pfarrer. Der dem Fernsehen immer so, lass uns darüber nochmal sprechen. Man muss herausbekommen, wo ist denn, wobei der war noch sehr religiös, also er war ja eher mehr religiöser als alles andere, ne? So, lass uns gemeinsam wieder auf den Pfad der Gleichheit kommen. Welche Ausfahrt hast du genommen, dass ihr euch... Ja, Joyce, welche Ausfahrt hast du genommen? Du und du! Ne? Wo sind wir alle abgebogen? Schön, falsch. Vielleicht kann er auch mal den Mediator bei uns. Ja, das finde ich gut. Ja, wobei ich glaube, aber es ist könnte egal. Schwierig werden. Ich kämpfe auch gegen euch beide. Wenn ich dann sage, so, oh Chris, das kannst du aber so nicht sagen. Ne? Schau dir jetzt Joyce an. Das ist wirklich, das hat sie jetzt wirklich getroffen. Nein, sie trifft das ja nicht. Das ist ja der Punkt. Sie trifft es ja gar nicht. Nur der einmal, wo ich geweint habe hier. Weißt du? Ja, doch, einmal hast du geweint. Ja. Im Podcast. Ja. Geil, und der Marc so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Marc da dabei war. Natürlich. Das war natürlich. Ja? Du hast dein Mikro jetzt umgedreht. Ups. Oder? Nee. Okay, nee, sah von hinten aus. Wieso hast du geweint? Weil das war richtig geil. Also was jetzt hat im Nachhinein. Gemacht? Du so, das war richtig geil. Nein, weil wir im Nachhinein total die Situation, das meine ich jetzt völlig im Ernst, so die Situation analysieren konnten, weil wir ja die Kamera hatten, weil sie quasi gesagt hat, ich hätte das so und so gesagt. So, und ich habe gesagt, nein, ich habe es nicht so gesagt. Und dann konnte man es wirklich sehen, wo der Trigger lag. Ja, und dann hast du den hier gemacht, hast gesagt, Videobeweis. Im Prinzip. Wir rufen den Keller an. Köln, Keller. Ja. Im Prinzip, ja. Und es war aber doch so. Und es war doch aber gut, ich möchte die Wunden gar nicht so weit aufreißen. Nee. Es war so, dass du recht hattest, ja, aber eine dir nahestehende Frau hat ja auch dir nochmal erklärt daraufhin, wie man mit Frauen besser vielleicht umgehen sollte. Ja. Das war ja zum Beispiel sehr ähnlich, aber sehr liebevoll ausgedrückt. Ja, nein, die hat mir das noch näher erklärt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ne? Aber es ging ja darum, wo lag das Thema? Lag das Thema bei dir oder lag es bei mir? Ja. So, und das lag ja bei dir, ohne dass ich das jetzt werten möchte. Das war mein Thema und deswegen habe ich geweint. Genau, aber du warst nicht so einfühlsam. Ja. Aber das war ja gar nicht böse gemeint von mir. Das war ja Punkt. Mhm. So. Wenn ihr noch irgendwas runterbringen wollt, wir sind jetzt bei 75 Minuten. Ja, runterbringen? Okay, wir bringen was runter. Was bringen wir runter? Unterbringen. Was bringen wir unter? Guck mal, wir hatten doch gerade noch drüber gesprochen. Wir hatten ja vorher uns ein bisschen was überlegt. Ja. Ich hätte jetzt noch einiges, was mir da im Kopf rumschwebt. Wir wollten vielleicht, aber da haben wir auch bei dir in der Folge schon ein bisschen drüber geredet. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen für dich. Ah, Spontaneous. Da haben wir nämlich über das Älterwerden gesprochen. Über das Älterwerden. Und du hast ja eben gesagt, du bist Löwe. Du bist letzte Woche, was bist du geworden? 47? 47. Ja, also deswegen Alter wäre ein Thema, wo wir haben gesagt, wir könnten drüber reden. Dann hast du gesagt... Dein Papa als dein Vorbild so im Leben wäre eigentlich auch noch ein schönes Thema. Dann hatten wir generell, weil unser Podcast heißt übrigens nicht, hätte ich das mal später gewusst, sondern hätte ich das mal früher gewusst. Chris hatte ich da eben ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, weil ich hab's nämlich, du hast mir nämlich vorhin das Buch gezeigt und ich dachte, Alter, das steht doch früher. Ja. Ich wollte gucken, aber aufpasst. Und dann habe ich nicht. Normalerweise bereite ich mich so gut vor. Genau. Nur hierfür habe ich gesagt, ich weiß,
Die beiden heißen Chris und Joyce und mehr will ich nicht wissen. Aber eigentlich hätte ich zumindest checken können, wie der Podcast heißt. Ist doch egal. Aber dann fragen wir unsere Gäste eigentlich auch immer ganz gerne mal, gibt es irgendwas, was du vielleicht im Leben gerne früher gewusst hättest, was du heute weißt, was du vielleicht gerne in der Schule gelernt hättest oder so. Schulsystem wäre auch so ein Thema, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Oh ja. Wir hätten eigentlich noch viele Themen, die wir aufmachen könnten. Wir können aber auch einfach sagen, du kommst irgendwann nochmal vorbei. Das können wir auch. Oder wir machen jetzt hier einen Cut und machen noch schnell eine halbe Stunde, dann machst du es aber in einer extra Folge. Das wäre noch die andere Möglichkeit. Wenn du noch Zeit hast? Können wir. Also das wäre quasi, wie wenn wir jetzt weiterlabern würden. Ja. Nur, dass wir halt das trotzdem den einen hier. Komm, dann machen wir einmal Cut, einmal Fenster auf, frische Luft und dann können wir gerne nochmal Thema älter werden oder irgendwas anderes. Oder irgendwas anderes, was uns noch einfällt, wo wir sagen. Okay, geil. Aber dann sage ich jetzt, ihr könnt schon mal gehen. Ich verabschiede mich, so bin ich. Tschüss, Leute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war toll mit dir. Und deine Musik. Ich arbeite gerade an meiner neuen Single. Ich werde sie euch kurz nur anspielen. Das ist. Schmeiß die Liebe in die Luft. Gib mir einen Kuss. Sag ihr, dass sie nicht alleine sein muss. Wir sind hier. Es wirkt viel jünger, auch wenn du den auf der Bühne siehst, als jetzt im Fernsehen oder so. Ne? Weil mit der Mucke bist du in Verbindung, wirkst du viel jünger auch. Ja, also ich habe. Wir sind hier, wir sind jetzt, wir sind Pole Position, trinken Bier, Liebe Flex, keine Competition und schmeiß die Liebe in die Luft. Lass sie wissen, dass du da bist. Summer Love, ein Kuss, du bist mein Assist. Wer steht da vor der Tür? Aha. Komm doch einfach rein. Aha. Lass die Schuhe an. Aha. Wir warten nur auf dich. Nimm doch einfach rein einen Drink. Schmeiß die und dann so geht's weiter. Geil. So ein bisschen an dem Da-Da-Da-Song. Ist auch alles sehr gute Laune. Ich wollte dich auch noch fragen, wie du es immer so schaffst, so happy und positiv zu sein. Aber das machen wir dann auch gleich. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge, Leute. Also, ich freue mich. Also Spotify kann man dich auschecken. Folgt Amius einfach mal auf Instagram zum Beispiel. Da wirst du ja so Termine alle veröffentlichen. Unbedingt, die sind auch da. Und ansonsten Spotify, dann Musik reinhören. Ja. Wenn ich schwitze, dann schwitze ich gerne auf der Nase. Sieht man das eigentlich? Ich sehe das nicht. Okay. Tschüss. Tschüss. Yeah. Joyce und Amius, zwei Helden der Zeit. Immer so höflich, sie sind niemals bereit. Unfreundlich zu sein, das wäre doch zu plump. Sie zaubern ein Lächeln, das ist ihr Trumpf. Joyce und Amius, so höflich und klar. Mit ihrer Art, das bleibt. Ja, für ja. Ja, ja. Sie wollen, dass du dich gut fühlst. Das ist ihr Ziel. Mit Höflichkeit und Charme. Das ist ihr Stil. Amius erzählt und erzählt und verliert im Quiz. Gegen den Meister. Ja, das ist natürlich Chris. Mag aus dem Hintergrund. Freut sich schon auf den Taser, den liebt er ja so. Joyce und Amius, so höflich und klar. Mit ihrer Art, das bleibt Jahr für Jahr. Sie wollen, das macht dich wohlfühlt, das ist ihr Ziel. Deshalb tasern sie ihn, das ist ihr Stil. Amius ist freundlich, doch hält sich bedeckt. In einem Punkt, der bleibt gut versteckt. Seine Privatsphäre hält er geheim. Denn Privatleben ist Privatleben. Joyce und Amius, so höflich und klar. Mit ihrer Art, das bleibt. Ja für ja, sie wollen, dass die Welt sich gut fühlt, das ist ihr Ziel. Mit Höflichkeit und Charme, das ist ihr Stil. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.